Hallo und herzlich willkommen bei Planet Wissen. Heute dreht sich bei uns alles um unser liebstes Haustier, den Hund. Ja, viele Hassos oder Fifis sind ja wirklich lieb und süß, aber manche sind eben nicht so brav und gut erzogen, wie sich das Frauchen oder Herrchen wünschen. Das kann zum echten Problem werden. Aber heute bekommen Sie direkte Hilfe. Bei uns ist nämlich die Hundepsychologin Maike Meyer-Nowak live zu Gast. Die weiß immer Rat. Also das ist sie auf dem Foto und so sieht sie aus im Film. Diese Frau ist auf den Hund gekommen, doch die Hunde kommen eigentlich zu ihr. Ihre Art, mit den Tieren umzugehen, ist so außergewöhnlich wie einfach. Keine Gewalt, keine Leckerchen, nur bestimmtes Auftreten. Ihr Wissen hat sie von einem Hund. Wie sie ihn gefunden, nein, wie er sie gefunden hat, das erzählt ihre Lebensgeschichte. Die führt sie, die bekannte Liedermacherin aus der DDR, in ein Dorf in der russischen Taiga. Ohne Wasser, ohne Strom lebt sie dort 7 Jahre lang, mitten im Nirgendwo. Ihre Begleiter, 10 zugelaufene Hunde. Zurück in Deutschland. Eine tiefe Krise und wieder ein Hund lassen sie einen Neuanfang wagen mit einer Hundeschule in Berlin. Jetzt ist sie eine Trainerin der besonderen Art. Maike Meyer-Nowak. Und diese Superfrau in Sachen Hund ist heute bei Planet Wissen. Herzlich willkommen, Maike Meyer-Nowak. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Wir haben es ja schon gerade angedeutet. Sie haben ein unglaublich spannendes Leben, über das wir noch heute sehr viel erfahren werden. Und Sie sind immer von Hunden begleitet worden. Hören Sie den Begriff Hundeflüsterin eigentlich gerne? Ja, lieber als Hundetrainerin. Es Warum? Gibt einfach keinen besseren Trainerin. Das klingt so hart. Ja, es klingt so nach Dressur. Aha. So, es wurde dafür bisher immer verwendet. Deswegen verstehen Sie eher als Psychologin? Ist Flüstern wenigstens hat was mit sehr leise zu tun. Und das kommt der Sache dann näher. Und Sie nähern sich auch den Hunden leiser? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie Ohne machen Sie Worte, den ersten Kontakt zu Ihren vierbeinigen Problemhunden? Den ersten Kontakt, es kommt immer auf den Hund an. Aber auf jeden Fall mache ich den ersten Tag nicht so Kontakt. Hallo, bist du denn feiner? Sondern? Ja, sondern so. Ich muss ja mit diesem Hund arbeiten. Dazu muss ich ihn führen können. Und er muss Vertrauen haben. Und ein Leitwesen oder ein Leithund geht nicht zu einem anderen Hund und sagt, guten Tag, da bin ich. Würdest du gefälligst? Und so weiter. Sondern er zeigt sich einfach, lässt sich beschnuppern und feiern. Ich bin sehr gespannt. Ich muss zugeben, ich habe immer großen Respekt vor den Tieren und bin nicht unbedingt der große Hundeversteher. Aber vielleicht deshalb genau der Richtige für unseren Versuch hier im Studio. Ich möchte nämlich gleich hautnah erfahren, was man beachten sollte, wenn ich mich zum ersten Mal einem mir unbekannten Hund nähere. Und das ist sie, beziehungsweise er. Ja, das sind Lissi und ihre Besitzerin Sandra Herf. Lissi weiß noch gar nichts von ihrem Glück. Ja, mal sehen, wie sie reagiert, wenn ich sie gleich vollendet begrüße. Vielleicht schon mal vorab, was kann ich denn falsch machen? Sie können falsch machen, sie anzuschauen, sich über sie anzuschauen zu beugen. Anzuschauen darf ich sie nicht? Nein. Also wenn Sie auf den Hund zugehen und starren ihn an, dann würde er das als Bedrohung empfinden. Okay. Ich würde mich einem Hund, besonders einem wie Lissi, der etwas unsicher ist, seitlich nähern, ihn nicht anschauen und mich erstmal beschnüffeln lassen. Zu Lissi kommen wir gleich und wie ich das Problem angehe. Wenn Sie jetzt zu Hause denken, ja, Probleme mit dem Hund, das kenne ich, dann schreiben Sie uns doch Ihre Sorgen und Nöten, die Sie mit Ihrem Hund haben oder welche Macken er hat. Sie erreichen uns auf Facebook unter der Adresse facebook.com/planetwissen oder über unsere Internetseite, die Adresse www.planet-wissen.de. Am besten, Sie schicken uns dazu noch ein Foto oder einen Film mit Ihrem Vierbeiner. Ihre Fragen werden dann von unserem Gast, der Hundepsychologin Maike Meyer-Nowak, live beantwortet. Und es hat bei uns bereits schon einer erreicht, eine Frage. Und zwar schreibt per E-Mail Ralf Lautmann: Mein Hund bellt immer, wenn jemand klingelt. Er kann sich kaum beruhigen. Was kann man tun? Ich glaube, das Problem haben viele. Das haben sehr viele, das ist ja auch begründet. Es passieren immer zwei Dinge, wenn es klingelt. Es ist ritualisiert. Man gerät auch als Mensch immer in Aufregung. Es klingelt, man geht zur Tür, man lässt jemanden herein. Mhm. Man bleibt ja nicht sitzen, wenn es klingelt. Ja. Dann ist der Hund auch aufgeregt, oder wie? Selbstverständlich, weil wir uns ja aufregen. Aha. Vor Freude oder auch, weil wir schnell zur Tür wollen, weil der Postbote da ist.
Das andere ist, dass in den meisten Haushalten die Hunde für alles zuständig sind, weil sie keine Führung haben, sondern selber führen. Und dann müssen sie alle Funktionen alleine machen. Sie müssen das Rudel warnen. Achtung, da ist jemand. Das ist überlebenswichtig für ein Rudel. Und sie müssen sich auch noch um den Besuch kümmern. Also was macht man jetzt? Man geht als Erster nach vorne. Also wenn es bei mir zum Beispiel klingelt, bedanke ich mich bei meinen Hunden, wenn sie mir auch noch mal Bescheid gesagt haben, so hat es geklingelt. Und mache, und dann sage ich danke. Das heißt, ich übernehme. Ich habe es gehört. Okay. Wenn dann ein Hund weiter bellen würde, würde ich ihn korrigieren. Hey, weil er soll das nicht machen. Das ich kümmere schon. Mich selbstverständlich. Sie fassen ihn auch tatsächlich an? Wenn er nicht aufhört, ja. Ansonsten reicht eine Geste? Ansonsten reicht das Geräusch. Hey. Also ich knurre nicht, ich bin ja kein Hund, sondern ich mache dann eben ein anderes energetisches Geräusch. Ja, ob das bei jedem Hund direkt funktioniert, ich habe da auch persönlich andere Erfahrungen gemacht, zum Beispiel beim Joggen, ja? Das kennt man ja. Man läuft da so unbekümmert über die Wiese, plötzlich kommt der Hund angerannt und ja. Dann sagt die Hundebesitzerin, ja, komm mal her, der macht nichts, aber der Hund macht vielleicht wirklich nichts, aber der hört einfach nicht. Ja. Gibt es vielleicht so einen generellen Erziehungstrick, wie man den Hunden beibringt, dass sie aufs Herrchen hören? Nee. Gibt's nicht. Im Generellen gibt's nie. Okay. Sondern, wie würden Sie in so einer Situation was machen? Also es gibt ein was Generelles. Das gibt es. Alles, was ein Hund mit einem Hund nicht machen würde, kann man lassen. Ah, okay. Das ist schon mal ein Ansatz. Jetzt gehen wir aber nicht von Hund zu Hund, sondern von Mensch zu Hund. Wir wollen es jetzt mal ausprobieren. Aber bevor ich hingehe, sollten Sie mir noch mal die wichtigsten Punkte und Aspekte nennen. Was soll ich jetzt machen, wenn ich Lisi begegne? Entspannt bleiben. Bin ich. Lissi ist gar nicht da. Sie gehen jetzt zu einer schönen Frau und sagen ihr guten Tag. Und Lissi ist einfach nicht da. Ja. Also ich soll ich meine, nicht klein machen, groß machen? Soll ich nein, Sie sollen ganz natürlich bleiben und einfach nur die Lissi. Halterin von Lissi begrüßen und die Lissi ignorieren. So, ich setze mich jetzt sie mal. Sie ignorieren die Lissi nicht gerade, sondern Sie schauen sie immer an. Ach so, ich ignoriere sie. Sie sollen nur diese Frau Herf, schön, genau, dass sie da begrüßen. Sind. Ich wollte doch eigentlich Lissi begrüßen. Wie soll ich sie denn jetzt begrüßen, wenn ich sie nicht angucke? Sie begrüßen sie schon. Das ist eine Begrüßung bei Hunden. Ein Hund nähert sich im Bogen einem anderen Hund und lässt sich beschnüffeln oder schnüffelt. Aber er geht nicht so auf den Hund zu und sagt, guten Tag. Okay. Aber viele machen doch, ja, du bist ja ein Feiner. Ja, das ist falsch. Ein Hund, der zum Beispiel an einen Menschen rantritt und schnüffelt, also meistens ist ja die Situation, dass ein Hund die Nase nach vorne macht und das sieht aus, als sucht er Kontakt. Und buff hat er die Hand auf den Kopf und wird gestreichelt. Aber Frau Herf, Sie können stolz sein auf Ihren Hund, finde ich. Der ist ja ganz lieb und brav und ja auch so ein Süßer. Hat er denn irgendeine Macke? Das glaubt man vielleicht jetzt nicht, wenn man sie so sieht, aber sie ist im Augenblick ein bisschen frecher. Also sie ist so ein knappes Jahr alt, die hat jetzt bald Geburtstag und seit einer Woche oder so hat sie so ein bisschen Dominanzgebaren drauf. Also sie springt sehr viel, jagt immer nach dem Ärmel. Auch wenn ich jetzt so mit der Hand runtergehen Nein, würde? Nein, jetzt ganz bestimmt nicht. Das machen wir ruhig mal. Ja, erst mal riechen lassen, oder? Das ist doch richtig, oder? Guck mal, die leckt sogar. Sie riechen schon gut. Sie beschwichtigt. Ja. Und darf ich jetzt auch mal hier so richtig... Oh, guck mal, zieht sie schon zurück, ne? Ja, weil... Na, Sie würden doch jetzt auch nicht an eine Frau, die Ihnen gefällt, gleich rangehen und die streicheln. Die Frau wird mir was sagen. Genau, und der Hund macht's auch. Er sagt Ihnen auch gerade, das ist respektlos. Wir kennen uns nicht und du touchst mir gleich am Maul rum. Hingehen zum Hund und schnüffeln und streicheln? Es ist respektlos, weil der Hund kennt den Menschen ja gar nicht. Und dieser Hund wird garantiert ständig von Fremden gestreichelt, weil er so süß ist. Ja, ja. Und das Problem, was Frau Herf angesprochen hat, dass sie jetzt so ein bisschen frech wird und hochspringt? Sie ist nicht frech, sie ist aufgeregt. Ich habe sie vorhin kurz gesehen und ich habe nur gesehen einen sehr aufgeregten Hund, der die ganze Zeit, weil er die Situation nicht einschätzen kann. Ja. Und ich würde jetzt eben anstelle von Frau Herf zum Beispiel, wenn Menschen auf diesen Hund zutreten, sagen, bist du süß? Den Hund zurückschicken und sagen, Moment, erstmal bitte nicht anfassen. Also ich würde mich vor diesen Hund stellen und es nicht zulassen, weil irgendwann wird sie schnappen und nicht nur die Lefze hochziehen. Aha. Die Frage ist ja auch immer, wie viel Freiheiten gönnt man einen Hund und wie viel Erziehung ist gut? Was ist da der richtige Weg? Richtige Frage. Also ich versuche, meinen Hunden so viel Freiheit wie möglich zu erlauben. Das geht aber nur, weil sie hören. Ich dieses Rudel führe, weil sie mich als kompetent einschätzen, dass ich das tue, weil sie mir vertrauen. Also können die ganz viel Freiheiten haben. Ich muss sie nicht gängeln mit Kommandos, also ich muss meine Hunde nicht 10-mal beim Spaziergang umsonst rufen, um zu testen, ob sie noch ansprechbar sind, was ganz oft Menschen machen, sondern ich rufe sie nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Okay. Also jetzt nicht, weil jetzt ist es nicht nötig. Sie darf sich nämlich noch ein bisschen ausruhen, wie ich sehe, Frau Herbst sie auch. Aber wir sehen sie nachher natürlich gerne wieder. Ach, die ist süß.
Ja, aber wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen mehr über Maike Meyer-Nowak erfahren. Man kann sagen, sie weiß so gut wie alles über Hunde und das Thema Hundeerziehung. Aber das war nicht immer so. Wir lernen jetzt eine vollkommen andere Frau kennen als die Maike Meyer-Nowak, die jetzt gerade mir gegenüber sitzt. Und zwar so. Vielen war Maike Nowak als Solo-Liedermacherin ein Begriff. Im Oktober 89 war sie beim berühmten Konzert für Demokratie in der Berliner Erlöserkirche dabei. Das sind die Randalierer der Republik, das sind die mit dem Fratzengesicht, das uns mitunter aus der Zeitung angafft und von denen man im Radio spricht. Nach der Wende und der deutschen Einheit wusste Maike Nowak künstlerisch nicht, wohin mit sich. Da entdeckte sie die Texte der russischen Dichterin Marina Tsvetaeva. Sie zog nach Moskau, vertonte die Gedichte und feierte in Russland große Erfolge damit. Wenig später tauchte plötzlich eine gewisse Adriana Lubowa auf deutschen Bühnen auf. Eine Diva mit russischem Akzent, deren Chansons an Zara Leander erinnerten. Kritiker nannten die Lubowa ein Geheimnis, das man nicht entschlüsseln möchte. So schön ist es. Trinke deine Schein, Nikolai, dabei, dabei, Nikolai. Andere Kritiker und Rezensenten glaubten damals, Maike Nowak habe in Adriana Lubowa endlich ihr wahres Ich entdeckt. In Wahrheit aber war Adriana Lubowa nur eine Hülle. Darunter eine Frau, die gerade eine schwere und schmerzvolle Zeit durchlebte. Tolle Bilder, aber mit dem letzten Satz, das können wir ja nicht so offen stehen lassen. Was hat sie denn, wenn ich fragen darf, damals in die Krise gestürzt? Können Sie das in kurzen Sätzen umreißen? Sie wissen, Krisen kann man nie in kurzen Sätzen umreißen. Ich versuche es. Ich muss mich jetzt auf Dinge beziehen, die ich noch nicht erzählt habe. Also ich habe ja damals mit 10 Hunden gelebt in einem russischen Dörfchen. Darüber reden wir ja später noch. Ne? Und all diese Hunde waren verstorben, bis auf meinen Leithund, den Vanya. Und der Vanya ist der Hund, von dem ich eigentlich fast alles gelernt habe und zu dem ich eine sehr innigliche Beziehung hatte. Und dieser Hund ist erschossen worden. Und er war so die Initialzündung für einen Lebensumbruch in meinem Leben. Und das war auch zu dieser Situation? Das war genau diese Situation. Mhm. Wenn Sie jetzt diese Bilder von damals sehen, Sie auf dem Klavier liegend und lasziv und wirklich in dieser tollen Rolle als Künstlerin, welche Gefühle kommen da in Ihnen hoch? Also das sind ja Jahre, ich war 19 Jahre Künstlerin. Die kann mir keiner nehmen. Und da habe ich sehr viele wichtige und schöne Dinge erfahren. Aber ich möchte sie jetzt auch nicht nochmal leben. Ich habe sie gelebt. Und Sie haben es gerade selber gesagt, man ist auf der Bühne eine Rolle. Und in der Arbeit mit Hunden und Menschen kann ich sein. Mhm. Das ist ein für mich kostbares Geschenk. Also packen wir das mal in die Goldschatulle. Das war schön. Ja. Aber es liegt hinter Ihnen. Packen wir es weg und gucken jetzt noch mal auf das Thema Hunde. Zu dieser Zeit, ganz kurz noch mal in die Goldschatulle gucken, zu dieser Zeit, hatten Sie da mit Hunden auch zu tun? Zu welcher Zeit jetzt? Zu dieser Künstlerzeit. Zu der Künstlerzeit. Stellen wir es schwierig vor, auf der Bühne stehende Hunde zu haben. Ich habe zu tun gehabt mit Hunden. Nee, da hatte ich keinen Hund deswegen, weil ich ja nur auf Tournee war. Okay, das kam dann später. Ich hatte 28 Konzerte im Monat. Aber ich hatte in meiner Russlandzeit eben 10 Hunde. Aha, und genau da gucken wir jetzt nämlich mal drauf. Als Sängerin Adriana Lubowa steht also Maike Meyer-Nowak in Moskau auf der Bühne. Gibt viele Konzerte, 28, ist ja Wahnsinn. Ein anstrengendes und aufreibendes Künstlerleben, das können wir uns alle vorstellen. Doch irgendwann wird das alles zu viel. Sie sehnt sich dann nach Ruhe und Entspannung und entdeckt, weit weg von der russischen Hauptstadt, eine ganz andere Welt, in die sie, Sie haben es angedeutet, fliehen konnte. Weite, stille Winter. Und in der Abgeschiedenheit des russischen Dorfes Lipowka, 800 Kilometer östlich von Moskau, lebte Maike Nowak, Musikerin und Liedermacherin aus Leipzig, eine entsagungsvolle Existenz. In einem einfachen Holzhaus, ohne jeden Komfort. Das Wasser kommt aus dem Brunnen, die anderen Dorfbewohner sind alt, zwischen 65 und 103 Jahren.
Und doch, wenn Maike Nowak einmal wegfuhr, hatte sie Sehnsucht nach diesem einfachen Leben. Ich habe dann, wenn ich meine Eltern mal besuchte oder Freunde in Deutschland, bin ich ja einmal im Jahr hergekommen. Ich habe mich hier die ganzen 14 Tage, wo ich dann da war, blieb meine Tasche gepackt und ich habe mich nicht eingefunden. Ich kam damit nicht mehr klar. Und wenn ich dann nach dort kam, dann war ich sofort da. Das war schon beim ersten Mal hinkommen so. Ich hatte gar keine Mühe, mich einzufinden in diese nachvollziehbar verständlichen Dinge. 1991 war Maike Nowak, damals 29 Jahre alt, nach Russland geflohen. Weg von der Überforderung der neuen Zeit des Überflusses. Und findet in Lipowka den Sinn des Lebens wieder. Jeder Bauer hatte dort, weil wir ja Selbstversorger waren, hatte dort so eine Spezialaufgabe dazu, die er fürs Dorf tat. Und da hatte eben keiner ein Identitätsproblem. Depressionen gab es auch nicht. Und das war einfach ein Erlebnis, was ich vorher nicht hatte. Da habe ich wie jeder junge Mensch nach meiner Identität gesucht. Wofür bin ich auf dieser Welt? Solche Fragen stellen sich diese Babuschkas nicht. Sie trinken und singen sich das Leben schön. Und Maike Nowak, die Fremde, gehört jetzt dazu. Ich danke meinem Schicksal für die Erfahrungen, die ich hier machen darf. So beschreibt sie es in ihrem Buch. Und eines Tages kommt Vanya, ein wilder Hund aus dem Wald, in ihr Leben. Ich hatte zu diesem Hund so ein Vertrauen, kann das nicht beschreiben. Das war, wir beide gehörten aus irgendwelchen Gründen zusammen und ich habe es auch geglaubt. Und es kamen dann nach und nach weitere Hunde zu mir, die sich sofort immer gut integriert haben. Es war, wir sind wie so eine Familie gewesen. Tatsächlich. Adriana Lubowa, der moderne russische Chansonstar mit den blond gefärbten Haaren, hat Erfolg. Als Maike Nowak kehrt sie nach Lipowka zurück, wo Geld keine Rolle spielt. Denn die Währung besteht aus Kartoffeln, Gemüse, Getreide und Eiern. Eines Tages erfährt sie auf einer Tournee in Deutschland, dass Vanya, ihr liebster Hund, erschossen wurde. Sie kehrt nie wieder nach Russland zurück. Natürlich habe ich mir totale Vorwürfe gemacht. Er war zwar betreut, er war bei Vera. Aber ich habe mir eben natürlich immer gedacht, wenn ich da gewesen wäre, wäre das nicht passiert. Und ich habe ihn allein gelassen und so weiter. Und das war jetzt der größte Verlust für mich überhaupt, nach all den anderen, die schon waren. Und ich bin dann einfach in ein großes Loch gefallen und habe nur noch gearbeitet, um auch diesen Schmerz nicht zu spüren. Hunde sind es, die Maike Nowak wieder ins Leben zurückbringen, so schreibt sie im Buch. Sie holt einen aus dem Tierheim, mit dem sie als Therapiehund arbeitet. Heute bildet sie als Trainerin in Berlin selbst Hunde aus und wendet das an, was sie von ihrem russischen Hunderudel gelernt hat. Andere machen Yoga oder meditieren, ich habe Hunde, sagt Maike Nowak. Vielleicht ist es das, dieses Unkomplizierte im Verhältnis Mensch und Hund, was ihr Leben jetzt ausmacht. Klingt toll, ein unkompliziertes Leben mit Hunden. Was glauben Sie, woran liegt das? Warum ist das mit Ihnen und den Hunden? Warum ist das so unkompliziert? Ja, weil Hunde völlig natürlich sind. Die, wenn man sie nicht stört in ihrer Natur, was wir leider häufig machen, dann bekommt man von Tieren grundsätzlich, aber nun von Hunden im Besonderen, weil man mit ihnen von früh bis spät zusammen sein kann, eine große Echtheit geschenkt. Und wenn man mit ihnen dann auch noch arbeiten darf, wie ich, bei Hunden kann man sich ja nicht verstellen. Ich kann nicht so tun, als wenn ich ruhig bin oder als wenn ich souverän bin. Ich musste es sein. Ich musste in diese Rolle hineinwachsen, durch immer wieder üben. Und das war ein Geschenk von den Hunden. Haben Sie auch viel von den Hunden gelernt wahrscheinlich? Alles. Von Was Menschen habe ich. Ich habe gelernt, im Jetzt zu leben, jetzt in dieser Sekunde. Ich habe gelernt, wenn ich instinktiv wieder zu werden, wer kann das heute noch von uns Menschen? Wenn ich mit einem Hund arbeite, ist da ein Tier und ich bin ein Tier, ein menschliches. Mhm. Da bin ich nicht Maja Nowak und nichts, sondern nur dieses Tier, Mensch, einem Raubtier gegenüber und gucke, was das braucht. Wie unterscheiden sich denn die deutschen Hunde von den russischen? Dann gucken wir noch mal auf ihr Leben in dieser russischen Einöde, würde ich fast sagen. Hier sieht man sie vor ihrem Haus stehen. Es war ja ein wahnsinnig karges Leben. Beschreiben Sie das mal. Ja, es war dasselbe, wie ich eben über Hunde beschrieb. Auch die, also dort waren die Menschen eben auch nicht in ihrer Natur gestört. Also wir stören oft Hunde in ihrer Natur, aber wir selber sind es ja auch. Und durch unser ganzes Umfeld, durch alle Reize, durch diese Idee, dass Entwicklung ist, dass wir immer weiter und immer schneller und immer mehr Erfindungen machen. Und dort war
das Leben 100 Jahre zurück in der Zeitrechnung. Was haben Sie denn da 7 Jahre lang gemacht? Als Selbstversorger muss man dafür sorgen, dass man Wasser hat, dass man Feuerholz hat, dass man zu essen hat. Man macht all die Dinge, die man im Rhythmus tun kann, im Lebensrhythmus. Und Vanya hat sie gefunden oder haben Sie sie gesucht? Oder? Wir haben uns gegenseitig gefunden und die anderen Hunde sind auch durch sehr, also im Nachhinein, wundersame Geschichten noch dazugekommen. Das musst du vielleicht noch kurz erklären. Also erst hatten Sie Vanya. Ja. Die kam zu Ihnen gelaufen. Das ist ein Rüde. Er kam zu Ihnen gelaufen. Und dann kamen plötzlich noch andere. Ja, dann kamen noch, und es sind sehr viele, beschreibe ich in meinem Buch, Vanya und die wilden Hunde, wie diese einzelnen Hunde zu mir kamen. Es waren, auf ganz unterschiedlichen Wegen kamen sie. Auf welchen denn? Soll ich jetzt alle so in Geschichten... Nee, aber wie können Sie sich erklären? Also anscheinend suchen die Hunde sie ja förmlich und kommen zu ihnen aus den Wäldern. Oder wo kamen die denn her? Also ein Hund zum Beispiel, ich war in Moskau 3 Tage und der lief da auf der Straße, ein Straßenhund. Und also er lag auf der Straße und wir haben gedacht, er ist tot. Und meine Freundin Vera, die für den Tierschutz mitgearbeitet hat, hat ihn fotografieren wollen. Und wir haben gedacht, er ist tot. Und wir wollten dieses Bild zeigen, der Tierschutzorganisation. Mhm. Und bei dem Klicken des Fotoapparates hat er den Kopf gehoben. Ach. Und dann haben wir natürlich nicht geschafft, diesen Hund liegen zu lassen. Okay. Und dann haben wir den quasi, das war Bambino. Und Bambino war dann der witzigste Kerl überhaupt im Rudel. Das war aber dann wieder im russischen Dorf. Den haben wir dann mitgenommen nach Lipovka. Ah, okay. Und dann so, das war ein Hund, der eine in das große Rudel Hundefamilie. Und lauter solche Geschichten passierten und so zum Schluss waren es 10. Ach, es gibt viele Geschichten zu erzählen. Die Erlebnisse in Russland, die Sie so geprägt haben, die haben Sie in einem Buch zusammengefasst, weil Sie die Erlebnisse nicht mehr losgelassen haben. Und hier, Sie haben es schon erwähnt, Vanya und die wilden Hunde, da stehen die Erlebnisse drin. Ich habe mal quer gelesen, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Der Hund, der wird ja auch gerne als der treueste Freund des Menschen bezeichnet. Die Beziehung zwischen Mensch und Hund, die war schon immer sehr innig und sie hat eine lange Geschichte, denn sie reicht zurück bis in die Urzeit. Spione sind sie, die aus der Kälte kamen. An unsere Lagerfeuer haben sie sich geschlichen, in unsere Bauten, in unsere Herzen. Sie belauschten unsere Sprache, unsere Sitten und Gebräuche. Schlau passten sie sich unseren Vorlieben und Abneigungen an, formten sich nach unserem Bilde, von schwarz bis weiß. Vor über 100.000 Jahren, der Mensch, wie wir ihn heute kennen, war noch nicht geboren, näherten sich Wölfe und unsere Vorfahren einander vorsichtig an. Einige Wölfe fanden in der Nähe des Menschen gute Lebensbedingungen und wurden fortan zu seinem Freund. Mit ihrem hervorragenden Geruchssinn, der 100-mal empfindlicher ist als der des Menschen, waren die Wölfe nützlich bei der Jagd. Aus bis zu 3 Kilometern Entfernung witterten sie mögliche Beute. Unsere jagenden Vorfahren verstanden es, die natürlichen Verhaltensweisen des Wolfes für ihre Zwecke zu nutzen. Sie setzten sich an die Spitze der im Rudel herrschenden Rangordnung und gelangten so an die Beute. Mensch und Wolf bildeten Jagdgemeinschaften. Der lange Weg einer gemeinsamen Entwicklung hatte begonnen. Der Wolf ist der Vorfahr aller rund 400 heute existierenden Hunderassen. Doch nur wenigen sieht man diese Verwandtschaft noch auf den ersten Blick an. Ohne Rücksicht auf die Gesundheit und Lebenstüchtigkeit der Tiere entstanden sogenannte Qualzüchtungen. Der Hund als Spielzeug experimentierfreudiger Züchter. Der eigentliche Hintergrund für die Entstehung der verschiedenen Rassen liegt in der Zucht von speziellen Fähigkeiten. Anhängliche, nützliche und leistungsstarke Tiere wurden gezielt weitergezüchtet und ihr Können bis heute auf immer neue Aufgabenfelder ausgedehnt. Das Hüten von Tierherden ist sicherlich eine der ältesten Nutzungsformen. Eine enge Bindung zwischen Schäfer und Hund ist unentbehrlich, um eine Herde sicher zu führen. Blickkontakt und Zeichensprache genügen meist, um die vierbeinigen Helfer zu lenken. Gehorsam, robust, schnell und intelligent müssen Hütehunde sein. Beim Treiben der Herde macht man sich ihren Jagd- und Schutztrieb zunutze. Den Instinkt, Beute zu reißen, dürfen diese Hunde nicht mehr besitzen.
Auch den heutigen Jagdhunden fehlt der Beutetrieb. Doch ihr feines Gehör, der scharfe Geruchssinn und ihr Spaß an der Jagd machen sie für Jäger noch immer unersetzlich. Das Töten hat der Mensch längst selbst übernommen. Aufstöbern und Apportieren des Wildes sind heute die Aufgaben der Jagdhunde. Bereitwillig bringen sie die Beute zu ihren zweibeinigen Herren. Gehorsam ist das wichtigste Attribut eines Jagdhundes. Der Neufundländer gehört zu den Schutzhunden, gezüchtet zur Verteidigung gegen Wolf und Bär. Zähe, kräftige Hunde ohne Jagdtrieb. Die Fischer Neufundlands züchteten sie später weiter zum idealen Gehilfen beim Einholen der Fischernetze. Heute werden diese Hunde sogar als Rettungsschwimmer eingesetzt. Die schwarzen Riesen werden durch ihr dichtes Fell vor der Auskühlung geschützt. Am häufigsten genutzt werden Hunde jedoch aufgrund ihres Geruchssinns. Ein Suchhund muss viele unterschiedliche Eigenschaften mitbringen. Für die Auswahl und Ausbildung entscheidend ist jedoch vor allem ein ausgeprägter Spieltrieb. Um die Tiere an ihre Aufgabe heranzuführen, wird ein Spielzeug mit einem bestimmten Geruch getränkt, den die Hunde später erkennen sollen. Nach erfolgreicher Suche folgt ein ausgelassenes Spiel mit dem Hundeführer. Die Tiere lernen so, den Geruch mit dem Spiel zu verbinden. Gleichgültig, ob sie nun Drogen, Sprengstoff oder Menschen suchen, die Vorliebe zum Spielen ist die Voraussetzung, um die gestellte Aufgabe zu erfüllen. Trotz immer neuer technischer Hilfsmittel sind Suchhunde nach wie vor in allen Bereichen unersetzlich. Der Hund hat sich bewährt. Als treuer Freund des Menschen geht er für ihn durchs Feuer. Seit Jahrtausenden. Ja, schon toll, zu was Hunde alles fähig sind. Und was wir uns Menschen in vielem voraus haben. Was ist denn das, was Sie an Hunden so am meisten fasziniert? Nach wie vor ihre Einfachheit. Wir Menschen sind eben äußerst kompliziert. Und weil sie so echt Hunde sind. Nicht. Ja, sie sind. Sie, wenn ich mit einem Hund arbeite. Oder wenn ich meine Kunden nach Hause schicke, dann sage ich immer, du hast deinen Hundetrainer jetzt dabei, auch wenn ich hier bleibe. Aha. Weil der Hund ist ein Spiegel des Menschen. Und wenn ich mit einem Hund arbeite oder ihn irgendetwas von ihm will, er wird mir immer zeigen, was ich gemacht habe. Er reagiert echt. Wir nicht, wir sind höflich. Wir versuchen, Dinge irgendwie hinzubiegen. Wir versuchen, uns zu verstecken. Und so weiter. Also wenn man Sie über Hunde reden hört, dann merkt man schon, Sie haben ein Hundeherz, Sie haben eine Begeisterung, Sie brennen dafür. Können Sie sich ein Leben ohne Hunde überhaupt noch vorstellen? Wozu? Das wäre so, als müsste ich mir vorstellen, ab morgen atme ich nicht mehr. Völlig unmöglich. Machen wir einen Sprung. Nach diesen 7 Jahren in Russland haben Sie die Zelte abgebrochen und sind zurück nach Deutschland gegangen. Warum? Es wurde kurz erwähnt, dass der Leithund Vanya erschossen wurde und die anderen Hunde waren auch schon gestorben. Für mich gab es kein die mir wichtigsten Babuschkas aus diesem Ort. Die Menschen, die mir was bedeutet haben, waren auch gestorben. Oh. Und es gab keinen Grund mehr. Nur den Ort haben ja diese Wesen ausgemacht. Mhm. Und ich war schon auch ich stand unter Schock damals. Und ich bin einfach in Deutschland geblieben. Ich hatte gerade ein Gastspiel in der Baie der Vernunft. Und dann bin ich da geblieben, hängen geblieben, innerlich. Haben Sie es bereut? Nein, mein Weg führte eben dann anders weiter, aber damals wusste ich noch nicht, wohin er führt. Aber Sie waren nicht lange ohne Hund. Es kam dann in Deutschland ein neuer Hund in Ihr Leben. Ja. Hier sehen wir ihn. Ja, mein Hund Viktor. Viktor. Wie sind Sie sich begegnet? Wie haben Sie sich kennengelernt? Ja, ich habe ja dann mit aufgehört, auf die Bühne zu gehen. Und wollte erstmal zur Ruhe kommen in meinem Leben. Mhm. Und bin jeden Tag in den Wald gegangen. Und dann habe ich gedacht, dann kann ich da auch einen Hund mitnehmen, der im Tierheim sitzt und auch in den Wald will. Okay. Und dann bin ich in das Tierheim gegangen. Es war an einem Freitag, 2. Juli, Sommer. Und ich schwimme auch sehr gern. Ein Hund, mit dem ich dann auch schwimmen wollte und so weiter. Und es gab aber keinen Hund, der in Frage kam. Und ich ging und eine Wärterin sagte, was suchen Sie? Einen älteren Hund.
Und dann sagte sie, wir haben da noch einen, aber den nehmen Sie nicht. Und das war die Initialzündung. Warum? Das hat ihren Ehrgeiz das erweckt. War, genau, ich war schon auf dem Weg zu gehen. Und dann kam eben auf mich zugekrochen aus so einer Plüschhundehöhle ein Hund mit rausspringenden Angstaugen und der schrie. Oh Gott. Und konnte nur kriechen und war eine dicke Wurst. Oh Gott. Und der hatte 10 Jahre auf einem Balkon in Berlin-Marzahn gelebt, ausgesperrt, Sommer wie Winter, immer. Und bei einer Frau, die eben einen Hunde-Messi-Haushalt hatte. Also sie hatte noch 40 Katzen gesammelt in einer Einraum-Neubauwohnung. Und der Hund war schwer traumatisiert, komplett gestört und konnte nicht laufen, weil er keine Muskeln hatte. Und dann habe ich eben überlegt, nehme ich jetzt 300 Stunden beim Hundetrainer oder ich habe jetzt Zeit und darf neue Dinge wagen, lerne ich das selber. Und so habe ich mir dieses Studium gesucht und habe es selber gemacht. Und über dieses Studium sprechen wir gleich. Wir schauen jetzt noch mal auf Facebook und auf Ihre Fragen. Wir haben ja Sie aufgefordert, Ihre Problemfälle uns zu schildern, Fragen und Probleme. Und das haben Sie auch getan. Und deswegen möchte ich jetzt mal gucken. Ich bin selbst gespannt, wie eine Wundertüte hier wird verbunden. Und da haben wir eine Zuschauerin, Michelle. Das ist wahrscheinlich ein Künstlername. Mein Hund flippt immer völlig aus, wenn er allein ist. Er bellt und es geht so weit, dass er sogar aus Frust irgendwo hinpinkelt. Was kann man tun? Das ist aber schon heftig, eher mit Pinkeln, also mit dem Bellen, das hatten wir vorher schon beim Läuten, aber das ist ja nochmal eine andere Situation, ja, der ist ja alleine. Ne? Ja, es klingt einfach danach, dass der Hund einen ganz starken Kontrollverlust hat. Es wird, das kann Michelle ja mal nochmal rückmelden, der Hund wird garantiert, wenn sie zu Hause ist, immer hinter ihr herlaufen, die ganze Zeit, was von uns keiner machen würde, wenn ein Familienmitglied mal aufsteht und wohin geht. Und das machen eben Hunde, die führen und die ihre Menschen beschützen und kontrollieren wollen. Okay, Problem erkannt. Wenn dann das Gefolge quasi geht und dann auch noch die Tür zumacht, kriegt der Hund einen sehr starken Kontrollverlust, weil er nicht mehr für die Sicherheit sorgen kann. Was soll sie machen? Führen. Und das muss sie lernen. Wie das, führen? Wie macht man das? Ja, das kann man jetzt nicht in 2 Minuten erklären. Auf jeden Fall stimmt die Führung nicht. Das ist ganz deutlich. Okay. Jetzt wollen wir auf Ihr Psychologiestudium sprechen, kommen. Sie haben ja gesagt, Hundepsychologie, das ist ja schon, ist das überhaupt ein Studiengang? Also es wird Hundepsychologie-Studium genannt, das ist ein Fernstudium, das gibt es an mehreren Instituten in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Und ja, und das kann man dann unter seinen Namen setzen als Berufsbezeichnung. Es ist weder dieser Begriff noch Hundetrainer ist geschützt. Also es kann jeder dieses Studium machen, es kann jeder auch den Namen Hundetrainer verwenden, es kann jeder sagen, ich habe einen Therapiehund. Das sind alles Begriffe, die nicht geschützt sind. Das muss man jetzt erstmal wissen als Kunde. So. Und was wollten Sie jetzt noch wissen? Naja, das kann man ja nicht studieren. Also wie haben Sie diese Ausbildung? Ja, man bekommt da Unterlagen, die man dann durchgeht und ausgefüllte Bögen zurückschickt. Ein Fernstudium. Ein Fernstudium. Ja. Okay, man hat dann eine Ausbildung. Der Begriff ist zwar nicht geschützt, aber richtig, dann kommt es zum Erfolg. Oder nicht, aber bei Ihnen kam es zum Erfolg. Wie haben Sie angefangen? Sie haben Ihr Doc-Institut dann gegründet. Wann und wie? Ich habe mit dem dann inzwischen schon gesundeten Hund Viktor, den ich ohne die Inhalte des Fernstudiums gesund bekommen habe, also vor allem psychisch gesund und auch wieder, dass er laufen konnte. Er war dann schon über 12 Jahre und mit dem habe ich dann eine Therapiehundeausbildung gemacht, weil daraus eben ein Border Collie Mix zum Vorschein kam, der gerne mal leben wollte. Und dann habe ich ihm diese Aufgabe gegeben und wir sind dann 6 Jahre in ein Altenheim gegangen. Und der Heimleiter hat eines Tages gesagt, wir haben hier hinterm Haus eine eingezäunte, riesige, leere Wiese. Wollen Sie da nicht andere Therapiehunde ausbilden? Und so ist mein Doc-Institut entstanden. Aber es kommen ja nicht nur Therapiehunde zu Ihnen. Es kann ja jeder kommen. Also, richtig. Ne? Ich habe dann 3 Tage darüber nachgedacht und habe gesagt, ich würde das sehr, sehr gerne machen. Aber dann mache ich alles. Welpen. Und wir verbinden das mit den alten Menschen im Heim, die ja dort völlig vergessen sind. Die können gerne zu den Kursen kommen, die können mal einen Welpen auf dem Schoß haben. Das sehen wir nachher auch nochmal. Aber jetzt wollen wir erst mal sehen, wie es aussieht, wenn Frau Nowak mit Hunden arbeitet. Das haben wir nämlich uns mal angeguckt bei einem Seminar in der Nähe von Kiel. Irgendwas liegt in der Luft, glaubt Vasco erkannt zu haben. Der Schweizer Sennenhund Anton scheint Herr der Lage zu sein und Kollege John macht einen auf Hunde müde. Na, wenn die mal wüssten, was ihnen gleich noch bevorsteht.
er hört halt nicht. Wenn man ihn dann mal ruft, wenn wir so ohne Leine laufen, dann dreht er sich mal kurz um, guckt uns an und dann gibt er Vollgas. Und also, dass er relativ lange braucht, um mal zu reagieren. Er ist in der Pubertät und schwieriges Alter und da möchten wir eben ein paar Sachen noch dazulernen. Wenn man einen Raum betritt mit mehreren Menschen, wo Menschen so zusammenstehen, man kommt mit ihm dazu, dann ist er so aufgeregt, dass er sich gar nicht einkriegt die ersten 10 bis 15 Minuten. 10 Hunde hier beim Seminar in der Nähe von Kiel, 10 verschiedene Probleme. Für alle soll es Lösungen geben und die hat Maike Maja Novak. Die 51-Jährige fängt gleich an zu vermitteln zwischen hündisch und menschisch. Wenn ihr als Maßnahme einen Hund anschreit, kann der nicht hören. Wenn ihr angeschrien werdet, gerade ein Hund, wenn der so aufgeregt ist, es geht einfach nicht. Wie die Fifis trotzdem hören, zeigt Maike Maja Novak mit diesen Leckerli. Ihr erster Vorführhund, der aufgedrehte Deutschstrater Vasco. Bevor ihr die Dose abstellt, müsst ihr dem Hund schon sagen, was damit ist. Nämlich, die ist tabu. Durch die Bewegung des Beines wird das Verbot signalisiert. Maike Maja Novak nutzt Körpersprache und 2 verschiedene Arten von Kommandos. Super. Ich arbeite mit meinen Hunden nur mit 2 Energien. Mit einer Stoppenergie und mit einer sehr weichen Energie, die sagt, alles schick, kannst du haben oder jetzt geht's, sowas eben. Und mehr mache ich nicht. Okay. Schon nach kürzester Zeit hat Vasco das Prinzip kapiert. Erstaunlich, auch für seine Besitzer Sabine Flügge und Gerd Clement. Passt mal auf, wie leise man das bei Vasco machen kann, das Tabu. Also es geht nicht um Lautstärke. Also bei so einem Hund nicht. Manche Hunde brauchen so ein bisschen mehr, solche hier, ne? Aber er nicht. Da ist eine andere Person, die nimmt jetzt seinen Hund und die macht nur einmal so und er sitzt, ne? Und du sagst zu ihm, er soll sich hinsetzen, er macht es nicht. Aber man lernt daraus, ne? Man eben nicht irgendwie schreien oder irgendwas sagen, sondern nur durch Bewegung, Gesten ihn dazu bringen, dass er das macht. Es geht nach draußen. Mein Hund zieht an der Leine, davon kann hier fast jeder ein Lied singen. Maike Maja Novaks Rat, der Mensch muss vorausgehen, er muss das Leittier sein. Will der Hund überholen, wird kurz gestoppt. Und weiter geht's. Doch was tun, wenn der Vierbeiner nicht so will wie der Zweibeiner? Wie im Fall von John und dessen Besitzer Peter Becker. Und jetzt würde ich schon mal, weil der noch gar nicht auf Kurs ist, würde ich schon mal gar nicht losgehen. Peter, ich würde so nicht loslaufen. Was du machen kannst, ist, ihn erst gar nicht so weit hier lassen und ihn jetzt so zurückschieben, von vorn. Zack. Weil so ein großes Tier zu ziehen ist anspruchsvoll. Wenn man die Führung richtig übernimmt, dann braucht man auch kein Leckerli als Lockmittel mehr. Bobtail Morris im 7. Hundehimmel, er bekommt Fresschen von Maike Maja Novaks Assistenten. Die Aufgabe? Trotz dieser willkommenen Ablenkung soll Morris nun hören, wenn Frauchen Jutta Voskötter ihn ruft. Ja, der hat geschnappt. Das nervt ihn. Wenn jemand, der nicht von sich überzeugt ist oder von dieser Sache jetzt in dem Moment, ihn nervt, was du machst, mach es. Einmal richtig, mach es, hey. Aber du machst nur so, mach es. Sie muss nur diesen Hund führen, der selber unsicher ist. Und dazu muss sie etwas mehr Sicherheit ausstrahlen. Daran muss auch Antons Besitzerin Sünje Osterholz arbeiten. Der 4-jährige Schweizer Sennenhund ist nämlich genauso stur wie groß. Anton? Das war ein Fragen, ob Anton zu Hause ist. Nee, mach mal bitte noch mal. Die Alpha-Rolle, die ohne die altbekannten Sitz-, Platz-, Aus- und Bleib-Kommandos auskommt, braucht Übung. Und eben ruhigen, aber bestimmten Körpereinsatz. Anton hört er eigentlich gut, aber immer mit Leckerlis und mit ganz viel Loben. Und dann kommt er auch sofort, er ist auch sehr verfressen. Aber das ist ja doch irgendwie die falsche Motivation. Und das ist, glaube ich, das, was man sich am allermeisten neu ausdenken muss, dass er aus anderen Gründen kommt, einfach weil ich sage. Und nicht,
Also ich habe immer das Gefühl, ich muss ihn das dafür dann tatsächlich loben und das ist ja nicht der Fall. Das eigentliche Lob oder das Leckerchen muss da immer der bekommen, der eine kluge Entscheidung getroffen hat. Das ist bei uns auch so. Kein Abteilungsleiter, der eine super Entscheidung getroffen hat, die allen zugute kommt, geht anschließend zu all seinen Mitarbeitern und sagt, fein, und gib den 5 Euro. Er hat doch was gut gemacht. Und der Hund, er profitiert davon, Hunde nutzen das auch gern, aber es kommt ihnen schon komisch vor, dass man das immer macht. Nach dem Seminar gilt es für die Frauchen und Herrchen von John, Anton, Vasco und Co. weiterzuarbeiten. Schließlich sollen die knapp 350 Euro Teilnehmergebühr ja nicht für die Katz gewesen sein. Ja, echt beeindruckend, was man in kurzer Zeit mit dem Hund alles beibringen, dem Hund alles beibringen kann. Das haben Sie alles so studiert oder wie sind Sie darauf gekommen? Ehrlich gesagt, das ist ein bisschen anders als das, was ich so kenne von anderen Hundenschulen. Zwei Punkte, eine Korrektur. Ich habe dem Hund nichts beigebracht, sondern in seiner Art agiert, in seiner Natur. Ich habe nur den Menschen beigebracht, dass sie wie Hunde agieren. Aha. Deswegen kann ich mit dem Hund genauso schnell kommunizieren wie wir jetzt, wir beide. Weil ich ja in seiner Art kommuniziere und ihn nicht dazu bewegen möchte, irgendetwas zu tun, was ich mir ausgedacht habe, in der menschlichen Form. Genau. Ja. Und in diesem Fernstudium habe ich das natürlich nicht gelernt. Da lernt man eben diese Dinge, die wir seit Jahrzehnten ja versuchen, nämlich Dressur, entweder mit positiver Verstärkung oder, Gott sei Dank nicht in solchen Instituten, auch mit Gewalt, das wird heute auch noch massenhaft praktiziert. Dass man Hunde in ein Meideverhalten bringt. Also weil sie irgendwas befürchten, machen sie dann etwas nicht oder sie machen etwas. Das heißt, wie würden Sie Ihre NOVAC-Methode, sage ich jetzt mal, beschreiben? Ich würde sie so beschreiben, dass das Neue ist, dass es keine Methode ist. Weil wir haben schon 1 Million Methoden haben wir über Hundeerziehung. Mhm. Und wir würden nicht immer weiter nach einer suchen, wenn es eine gäbe, die funktionieren würde. Was ich mache, ist Kommunikation. Ich agiere in der Art des Hundes. Das heißt zum Beispiel, dass ich ihm nicht sage, was ich von ihm will. Das macht kein Hund. Wenn die Natur das vorgesehen hätte, hätte sie dem Hund so viel Vokabeln gegeben, wie wir haben. Okay. Sondern Hunde kommunizieren zu 90%, was nicht stattfinden soll. Sie setzen sich Grenzen. Mhm. Und automatisch ist dann alles erlaubt, wo niemand was sagt. Also wenn ich jetzt hier stehen würde und würde nichts sagen, wäre ich mit Ihnen unfassbar zufrieden. Aber ich weiß nicht, ob ich mit Ihnen dazu zufrieden wäre. Aber die Zuschauer sind es bestimmt. Jetzt sind Sie nämlich wieder zu Hause dran. Wir haben ja Sie über Internetseite und Facebook aufgerufen, uns Ihre speziellen Problemfälle mit den Vierbeinern zu schildern. Die Frage war, welche Macke hat Ihr Hund? Jetzt wollen wir mal gucken, was sich darunter verbirgt. Ja, Sophia Lisson schreibt uns, mein 5-jähriger Dobermann klaut während meiner Abwesenheit meine Sachen, Handtasche, Jacke, Frühstück, legt sie in sein Körbchen und schläft. Warum macht er das? Tja, er will sie nahe haben. Das sind ja alles Dinge von ihr. Aha. Das Frühstück kann ich mir nicht vorstellen, dass er es nicht frisst, sondern da reinlegt. Das will ich auch mal sehen. Aber alle anderen Dinge ist ja deutlich. Er sammelt Ressourcen ein, die eigentlich ihr gehören. Und schart sie um sich. Es kann zwei Dinge bedeuten. Er will, weil sie nicht da ist, ihren Geruch um sich haben. Oder er beansprucht all ihre Ressourcen. Es kommt darauf an, wie er reagiert, wenn sie die dann wieder nimmt. Wenn er sie hergibt, wollte er eigentlich nur, dass sie bei ihm ist. Aber das finde ich ja noch relativ harmlos. Ich kenne andere Fälle, wenn die Hunde alleine sind, dann werden die richtig sauer und zerfetzen das Sofa oder reißen die Schuhe auseinander oder so. Das kennen Sie bestimmt auch. Natürlich. Was macht man dann in so einem Fall? Ja, nach dem Grundsuchung. Entweder ist der Hund nicht beschäftigt und langweilt sich zu Tode und hat deshalb so einen hohen Körperdruck, dass er ihn irgendwo ablassen muss. Mhm. Oder er hat das, was wir vorhin schon mal hatten als Thema, einen Kontrollverlust, weil sein Gefolge weg ist, was er beschützt. Wenn Sie eine Tochter hätten, 3 Jahre, und die geht früh und macht Ihnen die Tür vor der Nase zu, schließt ab und sagt, komm heute Abend wieder, Ja, klar. Hätten Sie auch einen. Okay. Sie können also auch weiter Ihre Fragen stellen über facebook.com/planetwissen oder Sie gehen über unsere Internetseite. Und einige besondere Fälle hat Frau Novak auch in ihrem Buch zusammengestellt mit dem originellen Titel Der mit dem Hund tanzt. Sie liest sich wirklich sehr unterhaltsam und darum gibt Frau Novak viele Tipps für den richtigen Umgang mit ihren Vierbeinern daheim. Nähere Infos dazu auch auf unserer Internetseite planetwissen.de und da sind wir beim Thema. Da haben wir nämlich noch mehr zu bieten. Da schauen wir jetzt mal drauf. Zum Beispiel, muss ich kurz aufbauen, hier
Alles zum Thema Hunde natürlich ausführlich. Und wenn Sie dann hier links gucken, sehen Sie, haben wir einen spannenden Beitrag zum Thema Polizeihund. Die haben nämlich richtig viel drauf. Was die alles können, ist wirklich beeindruckend. Da gibt es Spezialisten, die sogenannten Spürhunde. Sie kommen in ganz verschiedenen Bereichen zum Einsatz. Als Rauschgiftspürhund, als Sprengstoffspürhund und auch als Leichenspürhund. Und wie die das lernen, wie der Hund zum Polizeihund ausgebildet wird, auch das können Sie bei uns nachlesen unter www.planetwissen.de oder im Videotext auf der Seite 396. Die Hundepsychologie ist heute also unser Thema. Viele Probleme zwischen Mensch und Hund sind darauf zurückzuführen, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen. Dabei senden Hunde oft sehr eindeutige Signale aus. Wir müssen sie eigentlich nur richtig verstehen. Da alle Hunde vom Wolf abstammen, bedienen sich sämtliche Rassen einer vergleichbaren Hundesprache. Kommen wir zunächst einmal zur Körpergröße. Wenn sich der Hund besonders groß macht, reckt, das Gewicht nach vorne verlagert und seine stolze Brust hervorhebt, will er vor allem Dominanz zeigen. Macht sich der Hund hingegen klein, indem er das Fell anlegt und in die Hocke geht, ist das ein Zeichen für Unsicherheit und Ängstlichkeit. Legt sich der Hund sogar auf den Rücken, demonstriert er damit seine komplette Unterwürfigkeit. Auch die Kopfhaltung sagt viel über die Stimmung des Hundes aus. Dreht der Hund seinen Kopf seitlich weg, ist das ein Zeichen, dass er nicht aggressiv, vielleicht sogar unsicher ist. Ist das Gesicht frontal auf einen anderen Hund gerichtet, sagt das: Ich habe keine Angst vor dir. Machen wir weiter mit der Schwanzhaltung des Hundes. Wedelt der Hund ganz leicht mit seiner sogenannten Rute, will er sagen: Ich will doch nur spielen. Steht sie hingegen steil nach oben, signalisiert er seine Dominanz. Zittert die steil aufgerichtete Rute noch zusätzlich, kann ein Angriff bevorstehen. Hängt sie sozusagen auf Halbmast, ist der Hund mit friedlichen Absichten unterwegs. Zieht der Hund die Rute sogar zwischen die Hinterläufe, zeigt er damit seine Unsicherheit und Ängstlichkeit. Bei Hunden mit Ringelschwänzen oder kurzen Stehschwänzen kann man nur an der Haltung der Schwanzwurzel die Stimmung ablesen. Kommen wir zur Mimik der Schnauze. Denn auch damit kann der Hund viel ausdrücken. Sind die Mundwinkel nach hinten gezogen, ist er unsicher und unterwürfig. Sehr weit nach hinten gezogene Lefzen sind ein Stresszeichen. Einige Hunde ziehen auch die Lefzen nach hinten und blecken die Zähne, um Freude auszudrücken. Das sieht dann fast aus wie ein menschliches Lachen. Nicht zu verwechseln mit Hunden, die die Zähne und damit ihre Unsicherheit zeigen. Werden die Mundwinkel nach vorn und die Lippen nach oben gezogen, werden die Eckzähne sichtbar. So bedeutet dies eine letzte Warnung. Auch die Ohrenstellung sagt etwas über den Hund aus. Nach hinten gerichtet bedeutet das: Ich unterwerfe mich. Aufgerichtete Ohren hingegen zeigen Überlegenheit an. Nicht ganz so deutlich sind die Zeichen zu erkennen, wenn der Hund Hängeohren hat. Tja, das waren jetzt allgemeingültige Zeichen und Gesten. Sie haben aber noch mehr entdeckt. Was denn? Also es gibt ja die Körpersprache, die haben wir gerade sehr gut beschrieben gesehen. Habe ich echt noch nie so schön dargestellt gesehen. Und dann gibt es ja aber auch noch eine, also ich kann mich mit Ihnen jetzt körpersprachlich unterhalten. Ja, klar, man ist entweder offen und wir haben auch oder noch, geschlossen. Ne? Ja, genau. Und wir haben aber jetzt auch noch andere, ich kann mich auch noch anders deutlich machen als Mensch und ein Hund auch. Also wenn ein Hund zum Beispiel jetzt nicht möchte, dass Sie näher kommen, dann würde der eben machen. Ah, okay. Die Lefze heben oder knurren. Oder er würde sie informieren, geben, ja? Dass er das nicht möchte. Mhm. Und wenn sie dann trotzdem näher kommen, wird er handeln. So, und das ist eigentlich das, womit ich arbeite. Das bedeutet, was Warnen haben Sie für die Sprache oder über die Sprache herausgefunden? Also ich verwende als Warnung eben ein menschliches Geräusch wie Scht, Hey oder Ist. Oder je nachdem, man kann auch Raumschiff sagen, das ist dem Hund egal. Es geht um ein Geräusch, was man dann selber so empfindet als eine Stoppenergie. Und das funktioniert bei jeder Hunderasse oder sind die Signale von unterschiedlichen Hunderassen, sind da die Gesten auch unterschiedlich? Die Körpersprache ist unterschiedlich durch unsere Verzüchtung. Aber das ist eben das, was identisch ist. Egal ob ein Faltenhund, der so eine Mimik hat, der sieht natürlich für einen Hund aus, wie als wenn er in einer Drohgebärde kommt, weil das bedeutet eine Drohgebärde. Ah. Das ist so, als wenn sie im Bus stehen und wir haben Menschen, die gezüchtet sind und die gucken so.
Und jetzt müssen Sie immer überlegen, droht der mir jetzt oder ist der so gezüchtet? Also Hunde, die als kleine Welpen nicht sozialisiert werden mit all diesen Rassen, werden später da mit großer Verunsicherung darauf reagieren. Oder eben Hunde mit Ringelschwänzen, die überhaupt keine Schwanzbewegung mehr zeigen können. Oder Langhaarhunde, die keinen Augenausdruck mehr haben, keine Mimik. Das haben wir alles toll hingekriegt, dass sich Hunde schon dadurch oft nicht verstehen. Gibt es denn eine spezielle Hund-Mensch-Sprache oder kann ich vielleicht zu meinem Hund eine ganz individuelle Kommunikation aufbauen, die es nur zwischen mir und meinem Hund gibt? Ja, das ist das Angebrachte. Ach, das empfehlen Sie? Das ist das Angebrachte. Also nicht pauschal, generell? Pauschal gibt es nicht. Also zwischen gar kein Lebewesen, weder zwischen uns Menschen. Individuen sind wir alle sind unterschiedlich. Ja, ja, aber man sagt es eben immer so. Und Sie werden in jedem Rudel sehen bei Hunden, dass jeder miteinander anders umgeht und auch je nach Situation. Aha. Es gibt da nichts Pauschales. Sehr spannendes Thema. Liebe Zuschauer, wir haben weitere Fragen von Ihnen bekommen und da bin ich jetzt mal gespannt, wie so eine Wundertüte. Ich drücke drauf und gucke, was passiert. Okay, Claudia Wilhelm schreibt, ach guck mal, schönes Foto noch von ihrem Hund. Mein Labrador-Mix ist eine ruhige Hündin, aber wenn wir unterwegs auf Artgenossen treffen, zieht sie an der Leine und lässt sich kaum ablenken. Ich glaube, das ist auch ein Problem, was viele kennen und haben. Was würden Sie in so einem Fall raten? Besonders mit einem Labrador-Mix. Wieso? Was? Ja, da sind wir, das ist auch ein interessantes Thema. Labradore haben eben zum Beispiel überhaupt keine Individualdistanz. Im Normalfall, es gibt auch Ausnahmen. Im Gegensatz zu einem Husky oder einem Herdenschutzhund, der eine große Individualdistanz hat. Das gibt es bei uns Menschen auch. Der eine mag es lieber so und der andere lieber so. Ja. Aber ein Labrador fühlt sich am wohlsten, wenn er ein anderes Wesen dran buffen kann und sagen, zwischen dir und mir darf kein Platz sein. Das findet er toll. Jetzt kann man ja nicht den Charakter, das Grundcharakter des Hundes verändern. Aber nein, sie aber hat ja trotzdem ein Problem. Man kann ihn führen, ja, indem man ihn erst gar nicht hinlässt. Ich würde, mit klaren Gesten. Ja, ich würde es ihm einfach mit Warn und Handeln nicht erlauben. Machen Sie mir mal, ich bin mal der Hund. Und ich will jetzt nochmal irgendwie einfach ganz klar. Und wenn Sie wieder nach vorne gehen. Dann mache ich es nochmal. Hey. Und dann merkt der Hund irgendwann und lässt es. Ja, genau. Und wenn er es nicht lässt? Weitermachen, bis er es lässt. Das nicht nachlassen. Ist Konsequenz vielleicht auch ein wichtiger Punkt? Na, in dem Moment absolut. Nicht diese, ich muss jeden Tag 5000 Mal was üben, das fällt da eben flach. Sondern in dem Moment, wo ich eine Regel aufstelle, muss ich sie durchsetzen. Und zwar ruhig und angemessen. Ich war zu Ihnen jetzt nicht aggressiv. Ich habe es schon gespürt, aber ich nehme es Ihnen nicht. Aggressiv wäre so eine Energie. Hey, so, das ist aggressiv. Okay. Nee, Sie waren bestimmt. Und ich mache nur, hey. Freundlich, aber bestimmt. Ich habe nur was dagegen, dass Sie nach vorne gehen, sonst finde ich Sie toll. Dass man Hunde für viele verschiedene Aufgaben abrichten kann, das haben wir schon gesehen, als Jagdhund oder Polizeihund zum Beispiel. Hunde werden aber auch für einen ganz besonderen Einsatz geschult. Frau Nowak, Sie haben es vorher schon angedeutet, wir sind auch in einem Altersheim aktiv und da haben wir Sie begleitet und haben auch ein paar Bilder. Schauen wir doch mal drauf. Vielleicht können Sie beschreiben, was macht der Hund hier? Das ist mein Victor, von dem ich vorhin erzählt habe. Der ehemals schwer traumatisierte Hund. Mhm. Hier ist er 19 Jahre alt, ist blind und taub. Oh Gott. und hat gerade eruiert, die dementen Menschen halten so eine Schnur in der Hand und haben frohlich darauf gefädelt. Das ist eine sehr schöne Übung, weil demente Menschen schnell in ihrer eigenen Welt verschwinden. Sie müssen Kontakt aufnehmen zum Nachbarn, sie müssen dieses frohlig weiterschieben, bis jeder eins hat. Und die Hunde haben dann den schönen Spaß, es sich holen zu können. Und Victor hat daraus immer Tauziehen gemacht. Und man hat auch im Hintergrund gesehen, die Menschen haben gelacht. Aber da war was los. Der Blutdruck schoss nach oben. Die haben sich sogar, was ja eigentlich man sagt bei Demenz unmöglich ist, dass sie sich noch neue Sachen merken. Den Namen von Victor haben sie sich gemerkt. Das andere waren meine Tinka und meine Frieda. Okay. Und der Victor hat eben, er hat das ein paar Jahre schon gemacht zu dem Zeitpunkt und hat es blind und taub weitergemacht, weil das kann er. Das sind so die Tricks, das macht Hunden Spaß. Ich habe nichts gegen Tricks und gegen Sitz und gegen Platz. Das ist eine wunderbare Beschäftigung. Und mal gucken, ob ich sehe gerade aus den Augenwinkeln, Lissi macht auch gerade Sitz und Platz. Vielleicht macht sie auch gerade kommen, vor allen Dingen, wenn ich sie rufe, Lissi? Na, sie ist vorsichtig, aber Frau Herf, Sie können sie ja deutlich führen. Genau, ist natürlich alles sehr ungewohnt für Sie. Aber eigentlich ist sie doch ein ziemlich passabler Hund. Oder? Hat sie sich gut angepasst hier? Ja. Sie haben ja das Ganze ein bisschen aus der Distanz verfolgt. War da auch was für Sie dabei, so an Erziehungsmaßnahmen? Darf man das überhaupt sagen, Erziehungsmaßnahmen?
Ja, man merkt erstmal, was man alles falsch macht. Man merkt erstmal, was man alles falsch macht. Was machen Sie denn falsch? Ja, ich bin wahrscheinlich nicht konsequent genug. Wenn er jetzt zum Beispiel so zieht an der Leine, das kennt man ja auch. Soll man ihn jetzt lassen oder soll sie ihn jetzt zurückziehen? Nee, eigentlich soll man ihn gar nicht lassen. Die Lissi, wir haben es jetzt gerade nicht im Bild gesehen, aber die Lissi hat sich gerade, sie hat gerade nach vorn gezogen und dahin geschnüffelt und wollte sich informieren, was da ist. Sie hatte aber dabei den Schwanz, das wäre in Ordnung, wenn sie nicht den Schwanz eingeklemmt hatte. Und der eingeklemmte Schwanz hat gezeigt, sie hat eigentlich Angst. Und da würde ich eben sie nach hier schieben und ihr damit sagen, ich kümmere mich darum. Mhm. Ja. Doch, die ist aber süß. Genau. Was können wir, wenn ich sie so angucke, da kann man sich echt verlieben in diese Augen. Was können wir von Hunden lernen? Ja, wir können lernen, im Jetzt zu sein. Nicht in der Vergangenheit, wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der traumatisiert ist oder der, wie Lissi aus dem Tierschutz kommt, man kann lernen, dann nicht im Mitleid zu schwimmen und dann diesem Tier nur Liebe zu geben, weil es es ja so schlimm hat. Dieser Hund lebt nur jetzt und er möchte jetzt Informationen haben, wie das Leben weitergeht. Darauf wartet er. Okay. Und er freut sich auch auf Spiele. Wie ist das? Das ist auch so ein heikles Thema mit Holstöckchen, Bringstöckchen. Such das, mach das. Und hier Männchen und mach Pfötchen. Macht sie das? Überhaupt nicht. Stöcke interessieren sie nur am Rande. Also sie hatte so eine Phase, da trug sie schon mal gerne einen durch den Wald. Und dann legte sie den aber auch sehr dezent wieder weg nach dem Motto, interessiert mich, ich brauche keinen Stock, um mich groß zu fühlen oder so. Ich weiß aber es nicht genau. Ich kenne Hunde tatsächlich, die kommen zu mir und legen mir ihr Stöckchen vor die Füße und sagen so nach dem Motto, hier spiel mit mir, schmeiß mir weg, ich will jetzt beschäftigt werden. Ist das jetzt gut, so einen Hund zu beschäftigen oder nicht? Nee, es ist ja wie so jemand, der am Spielautomat sitzt und der immer nur doof drauf drückt und dann ballern da irgendwelche Dinger durch die Gegend. Also dem Hund ist egal, Sie haben es gerade selbst gesagt, fremde Hunde kommen und werfen ihn den Stock hin. Also es ist keine Beschäftigung des Halters mit seinem Hund. Dem Hund ist egal, wer den Stock wirft. Wenn ich mich mit meinem Hund beschäftigen will, muss ich das anders machen. Dann muss ich mich mit dem beschäftigen. Wie beschäftigt man sich? Ich kann gerne den Stock nehmen. Und ich kann ihn nehmen zum Beispiel, kann meinem Hund sagen, da bleibst du an der Stelle. Und dann verstecke ich ihn. Und er kann ihn suchen und mir bringen. Okay. Solche Dinge. Ich kann ihn noch zweimal werfen, dagegen gibt es gar nichts zu sagen. Aber eine halbe Stunde einen Ball zu werfen, das ist keine Beschäftigung mit meinem Hund. Ich werfe jetzt keinen Ball, aber ich gebe der Lissi zumindest mal hier ein kleines Leckerchen. Sie ist ja überdimensioniert, die ist wahrscheinlich total irritiert. Knochen. Er hat in ihrem Leben noch keinen Knochen gesehen, glaube ich. Liebe Lissi, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, dir hat es auch einigermaßen gefallen. Frau Herf, vielen Dank auch an Sie, dass Sie da waren. Sie sind ein gutes Team. Ja, da habe ich ein gutes Gefühl. Ich glaube, sie traut dem Warten da nicht so wirklich. Frau Novak, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ganz toll. Wir haben viel gelernt und ich hoffe, Sie zu Hause auch. Das war's für heute. Live und in Farbe. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.